Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der 1. Dezember ist angerollt, das Jahr neigt sich schon fast dem Ende. Und was machen wir Menschen gerne im Dezember? Wir machen gerne Türchen auf. Und da habe ich mir gedacht so, hey, sowas kannst du doch bestimmt auch für deinen YouTube-Kanal machen. So eine Art Fitness-ABC-Kalender? Wir nennen das einfach mal den Fitvents-Kalender. Was habe ich mir für den Fitvents-Kalender gedacht? Gut, okay, bringst du jeden Tag ein kleines Video heraus, wo ich mal so manche Situationen ein bisschen näher bringe und auch viele Begriffserklärungen, die man hin und wieder mal im Fitnessbereich hört. Und gerade als Anfänger ist es relativ wichtig, würde ich fast behaupten, solche Begrifflichkeiten zu kennen. Beziehungsweise es ist manchmal echt sehr nervig, wenn du Begriffe an den Kopf bekommst und du hast keine Ahnung, was die bedeuten. Und da das ABC 26 Buchstaben hat, machen wir auch nicht nur 24 Videos, sondern gleich 26 Videos an der Zahl. Das heißt, die nächsten 26 Tage kommt jeden Tag ein neues Video. Und falls du dich für die Themen Fitness, Abnehmen und Mindset interessierst, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und natürlich auch die Glocke aktivierst, damit du auch nicht verpasst, wenn die Videos hochgeladen werden. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Buchstaben, dem A. Heute soll es um die Themen aerob und anaerob gehen. Hört sich komisch und kompliziert an? Ist es eigentlich gar nicht. Denn wenn man sich beide Worte mal anguckt, erkennt man vielleicht, dass in beiden Worten das Wort aero drinsteckt. Und laut Google ist aero nichts anderes als Luft. Das heißt, das Ganze hat irgendwie in irgendeiner Form etwas mit Luft zu tun. Aerob heißt in diesem Zusammenhang, dass wir Luft bzw. Sauerstoff für etwas benötigen. Und anaerob bedeutet, dass wir keinen Sauerstoff benötigen. Okay, jetzt wissen wir, was das Ganze ist, aber was macht das in unserem Körper überhaupt? Es geht um Sauerstoff, dessen Zufuhr und dessen Verbrauch im Körper. Zudem natürlich auch die daraus entstehende Energiebereitstellung. Und dann stellt man sich die Frage, was ist denn jetzt diese anaerobe und aerobe Energiebereitstellung, Energiegewinnung, wie auch immer? Dazu kommen wir jetzt. Wenn wir trainieren, uns bewegen oder sportlich generell betätigen, benötigen wir Energie dafür. Die benötigte Energie dafür kann zum Beispiel aus Kohlenhydraten und Fetten gewonnen werden. Bei der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten und Fetten brauchen wir Sauerstoff, den du einatmest. Also ich hoffe, dass du ihn einatmest. Aerob trainierst du zum Beispiel, wenn du etwas lange machst, wie Joggen zum Beispiel oder auch Schwimmen gehen und du kommst dabei nicht außer Atem. Du kannst also quasi eine längere Zeit den Sport nachgehen, also zum Beispiel Ausdauertraining. Dabei kommt die Sauerstoffzufuhr übers Atmen hinterher mit dem Verbrauch. Aerobes Training eignet sich deswegen auch zum Beispiel dafür, wenn du Ausdauer aufbauen möchtest. Wenn du Übungen länger machen möchtest mit zum Beispiel weniger Gewicht. Wenn wir jedoch anaerob trainieren, dann stimmt das Verhältnis zwischen Luftzufuhr und dessen Verbrauch nicht mehr, weil wir viel mehr verbrauchen. Dann ist der Körper aber nicht so, dass er einfach direkt umkippt. Das wäre ziemlich schade, wenn du mit dem Atmen nicht mehr hinterherkommst. Nein, er kann trotzdem Energie bereitstellen. Nur wenn kein Sauerstoff mehr dazu bereitgestellt wird, um Kohlenhydrate und Fette zu verstoffwechseln, dann setzt der Körper sogenanntes Laktat frei. Dieses Laktat führt dann früher oder später zur Muskelübersäuerung. Du kennst es vielleicht, wenn du im Fitnessstudio bist oder wenn du Gewichte hebst. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo dann der Muskel nicht mehr so richtig kann, du irgendwie so ein Brennen spürst. Und das ist so diese Muskelübersäuerung. Und das ist dann der Punkt, wo du anaerob trainierst. Der Körper kommt mit der Sauerstoffversorgung nicht mehr so schnell hinterher und die Energie muss trotzdem bereitgestellt werden. Anaerob trainieren eignet sich zum Beispiel, wenn du Muskulatur aufbauen willst und deine Leistung verbessern möchtest. Ich hoffe, es war so relativ leicht verständlich. Jetzt ist ja die Frage, okay, wie merke ich denn jetzt zwischen Leistungsausdauer und Leistungsverbesserung in Form von Kraft? Wo merke ich denn, wann ich was wie trainiere? Also wo liegt die Schwelle zwischen aerob und anaerob? Das Ganze ist schwierig zu definieren. Du könntest theoretisch bei einem Arzt eine sogenannte Laktatmessung machen, dann könnte er dir das Ganze ein bisschen bestimmen. Nur in so einem gewöhnlichen Workout im Fitnessstudio oder auch zu Hause ist das Ganze ein bisschen schwierig. Die Grenzen verschwimmen so ein bisschen dabei. Wenn du zum Beispiel anfängst, joggen zu gehen, sind die ersten 5 Meter, bis du so ein bisschen in Fahrt gekommen bist, ziemlich schwierig. Das ist dann eher so ein anaerober Bereich. Wenn du aber ein bisschen in Fahrt bist und dein Körper hat sich so langsam an die Bewegung gewöhnt, dann kommst du wieder in den aeroben Bereich. Das Ganze ist dann quasi immer wieder so ein Wechsel, es geht mal hin und her. Und die Übersäuerung vom Muskel ist auch gar nicht schlimm, weil das baut sich ja relativ schnell wieder ab. Du merkst ja dann auch im Fitnessstudio, wenn du eine Minute Pause gemacht hast, dass dann die Speicher auch wieder gefüllt sind mit Energie. So, das war's jetzt mit dem informativen Teil. Jetzt wollen wir mal auch gucken, was noch in diesem Ding hier drin ist. Und jetzt gleich mal vorweg, das ist kein Sponsoring. Ich habe mir diesen Adventskalender komplett von meinem eigenen Geld bezahlt. Also kommt nicht mal auf die Idee, irgendwas unten reinzuschreiben.
ich mache das Ding trotzdem auf, weil ich das Teil daheim habe und ich es eh aufmachen würde. Und ich muss dazu sagen, dass als ich dieses Video aufnehme, ist noch der 30.11. Und ja, ich mache das Türchen jetzt einen Tag vorher auf. Ich meine, was willst du tun? FBI, open up! Naja, gut. Genug geblödsinn sind, ich würde mal sagen, suchen wir mal das erste Türchen, was da drin ist. Okay, ich finde die 1 nicht. Ach, hier unten. Hier unten im Eck. Was haben wir? Was verbirgt sich hinter Tür 1? Alter, was ist das denn? Ah! Es ist eine Flavebomb. Also ein Geschmack. Muss mal gucken. Aromapulver. Oh. Ein Aromapulver in Strong Karamell. Für den ersten Tag nicht schlecht. Ansonsten war's das für heute. Ich würde sagen, schalt auch morgen wieder ein, wenn du wissen möchtest, was in diesem Adventskalender drin ist. Und was ich dir morgen für Informationen mitgeben möchte. Bis morgen. Ciao.